Hallo Kinder, wart ihr auch artig? Ich wollte eigentlich eine Folge mit dieser wunderschönen Maske spielen. Die habe ich mir auch von der Gamescom. Ja, sieht man auch so, glaube ich, schön. Ich sehe dann aber kaum was. Das Mikro hängt dann auch mir im Weg und so. Warte. So könnte es vielleicht fast gehen. Können wir ein bisschen probieren und dann sehen wir weiter. Ja, wie gesagt, letzte Folge Conrad gestorben, wegen einem Missklick an der Leiter. Bin ich schon ein bisschen hart. Weil davor war ich wirklich gut, was das angeht. Ja. Muss ich jetzt halt mit leben, wenn nur einer stirbt, bin ich auch zufrieden. Ich sag mal so, es kann schlimmer laufen. Nee, das geht nicht. Ah, jetzt sehe ich auch hier. Man auch so schön sehen kann, das ist einmal hier so von vorne, diese grusige Tante. Und dann auf der anderen Seite die hübsche Dame, die wir auch schon gesehen haben. Coole Maske. Blöd zum Spielen. Nicht so schlimm. Wir machen weiter. Sicher? Ja, klar. Ich glaube, ja, ich glaube, wir sind hier sicher. Oh, hallo. Grüß Es dich. gibt eine Wendung spiritueller Natur, nicht? Sie sind einer weniger. Und was ist mit Conrad? Ja, Er das. oder er sie wären besser weniger? Sorglos. Herausgefunden, was los ist, wie man es auffällt, wie man das Leben ihrer glücklosen Passagiere rettet? Sicher, hoffe ich. Obwohl die vorigen Schiffspassagiere daran wohl gescheitert sind. Gab eine Menge Tote damals. Jo, das war leicht zu sehen. Lassen Sie mich helfen mit einem Hinweis. Komm mal, Hilfe. Nun dann, wie sag ich das nur? Womöglich sind hier Kräfte am Werk mit Nein. einem wissenschaftlichen und vielleicht auch einem politischen Hintergrund, nicht Politisch, okay. übernatürlich. Vielleicht begreifen Sie langsam so einiges, dass alles und jeder vielleicht dem Anschein nicht ganz standhält. Ich hoffe, das hilft. Mein Gott, ist ein Künstler. Und wollen Sie nicht gern herausfinden, was Ihre glücklosen Seelen von all dem halten und wie Sie vielleicht weitere unnötige Tragödien verhindern? Na los, weitermachen. Bis bald. Okay. Hat mich überzeugt. 3:32 aus Deck. Das Schiff ist verflucht. Nur so lässt sich die ganze kranke Scheiße erklären, die da unten abgeht. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Halt, wo ist Conrad? Habt ihr ihn gesehen? Wir wurden Jo. getrennt. Ich sah ihn, ich meine Fliss und ich, wir beide, stimmt? Ja, nur für eine Sekunde. Ich wollte hinterher und er war weg. Wohin? Warum? Das ergibt keinen Sinn. Ich glaube, du verschweigst irgendwas, Fliss. Hey, was genau willst du von mir hören? Ich habe nichts gesehen. Ist das auch wahr? Das hoffe ich nämlich für dich. Okay, wir gehen jetzt zurück und wir werden meinen Bruder finden. Julia. Er liegt vielleicht im Sterben. Wir müssen. Ja, stimmt. Nur nicht jetzt. Was zum Teufel war da mit dir los? Brad, du bist ausgeflippt. Voll heftig. Du wolltest mich töten.
Was sagst du? Komm schon! Nein, im Ernst, das ist lächerlich! Was ist nur auf dem verdammten Kahn los? Ich hab echt das Gefühl, dass da irgendwas, was Böses, etwas wirklich Böses am Werk ist. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Was ich dort gesehen habe, da waren diese alten Soldaten. Sie lagen überall, sie waren tot, doch dann standen sie auf. Das klingt gerade gar nicht mal so verrückt. Alex, war nicht der Einzige, Alex? Nee, das kannst du bald. Wovon redest du da? Wie auf der Arbeit. Liefen so Dinger herum mit seinem Gesicht. Mit Alex' Gesicht. Es war so furchtbar. Julia, ich würde doch nie... Das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber... Das kann doch alles nicht wahr sein. Sich gecuttet wieder. Aber doch nicht der ganze Scheiß. Das kann kein Zufall sein. Hier muss doch irgendwas vor sich gehen. Was wissen wir denn jetzt sicher? Was ist real? Bin ich verrückt oder sind wir auf einem Geisterschiff? Das wollte ich auch gerade sagen. Gold ist erstmal total Latte. Wir sind nicht die Ersten, die hier komisches Zeug sehen. Es scheint, dass auch die Wachen panische Angst vor etwas hatten, das sie im Frachtraum sahen. In einer Notiz stand, dass viele GIs sich vom Wachdienst drücken wollten, weil sie Schiss vor irgendwas hatten. Was denkt ihr, ist wirklich mit dem Kahn hier passiert? Olli Kahn. Kein Plan, Mann. Das Jahr auf der Zeitung war 1947. Das ganze Schiff ist seltsam. Dreckig, stinkend, seltsam. Und ich hasse es. Es ist schwer zu sagen, was real ist. Habt ihr Gold gesehen irgendwo? Mandschurei-Gold ist in Wahrheit kein Gold. Es ist eine Chemikalie, die den ganzen Frachtraum 2 kontaminiert. Ja, ich bin sicher, dass unsere freundlichen Fischer auch etwas anderes erwartet haben. Die werden sich freuen. Wir wissen mehr als vorher. Wenigstens etwas. Die Zeit wird knapp. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir müssen hier weg. Ohne die Verteilerkappe kommen wir hier nicht weg. Wir brauchen sie. Moment. Hier muss doch ein Funkgerät sein. Das könnten wir benutzen. Ja klar, sofern es noch funktioniert. Mal sehen, wie wir darauf kommen. Oh je. Ich ahne Böses. Hier können wir nichts uns anschauen. Ach, das stimmt mich immer noch, das Conrad Todes. Kein Witz. Ich glaube, wir sind komplett am Arsch. Red nicht, komm mit. Oh, stabile Patronen. Hört sich verrückt an, aber habt ihr das Flugzeug abgeschossen, zu dem wir getaucht sind? Mit der Flak da vorne auch, ne? Das kann echt sein. Wir haben den Flak gesehen, oder? Ah, die meinten auch irgendwo, der Krieg ist vorbei. Wie langweilig. Schwierig, schwierig. Sicher, Digga. Toll. Die wären nützlich ohne die ganzen Lecks. Jo. Lecks mich in der Tisch. Da hat er recht. Geht's darauf? Leider nein, aber ich halte meine Augen offen. Ah ja. Da können wir ja hoch. Hey, wie wär's mit etwas Hilfe? Ich glaube, da geht's nach oben. Nein. Sherlock, danke. Ich glaube, da geht's nach unten, wenn ich so richtig schaue. Das ist der Einzige, der Schuhe anhat, oder? Fällt mir gerade auf. Ich zieh dich hoch. Helf doch mehr.
Könnte bestimmt unten noch irgendwo ein Geheimnis finden. Wenn man da überall ordentlich angegangen wären. Fällt mir gerade auf, aber Conrad ist tot. Das spielt keinen Sinn mehr. Und zum Beispiel hier noch vorbeigehen, ne? Ja. Nee, nee. Nein! Nein, nein, nein. Ja. Ich denke dann immer so, wenn man schon an so eine Stelle hingeht und die Kamera wird dann anders, hat das irgend schon eine Bedeutung, aber... Ne, ich denke nicht. Ich denke dann doch nicht. Also ich habe nichts gefunden. Ne? Also hier? Hier habe ich vorhin Conrad verfolgt. Hoffentlich finden wir Conrad nicht. Conrad. Hier Electronics. Drin. Hier kommen wir durch. Steht die Alte da wieder, oder? Da ist Spannung drauf. Guten Tag. Und können wir uns nicht genauer anschauen, okay. Ich wollte gerade sagen, wo sind die jetzt denn schon wieder alle hin? Ne, müssen wir uns genauer anschauen. Hier ist bestimmt irgendwann am Rumliegen. Ja. Ein Logbuch. Im Logbuch steht was von einem Sturm. Bis zu morgendlicher Seegang nimmt Wellen bis zu 6 Meter Höhe. Keine Schäden gemeldet. Nachmittag. Wetter verschlechtert sich weiter. Wettervorhersage ebenfalls. Die Crew hält sich gut. Morgen. Winterreich Sturmstärke. Weiterhin zunehmend. Außergewöhnliches Wetter. Mehrere Blitzanschläge in OM. Ich denke an Olympique Marseille, aber... Nee, weiß ich nicht. Jedoch ohne größere Schäden. Schiff nimmt etwas Wasser. Doch... Die Lage ist unter... Entschuldigung. Doch, die Lage ist unter Kontrolle. Navigator det Wasser tiefer als in Schützwer. Okay, warum? Alex fand ein Logbuch mit dem Namen Orang und danach ein Wort mit dem M am Anfang. Ah ja. Betriebslogbuch der SS Orang. Morgen, See beruhigt sich. Mittag, dichter Nebel. Nachmittag, stärkerer Seegang. Nachmittag, okay, 7.30 Uhr, sehr dichter Nebel. Mitternacht bis Nachmittag, weiterhin dichter Nebel. Ich mache wieder nichts. Und dann passiert wirklich nichts. Okay. Zurückgedrückt, interessiert ihn auch nicht. Danke. Okay. Dann haben wir, glaube ich, alles. Ah ja. Der eine begeht also gleich vermutlich Selbstmord. Selbstmord, okay. Habt ihr das Funkgerät? Nein, aber es muss ein Funkgerät auf dem Schiff geben. Da muss eins sein. Geile Übersetzung. Ich bin nicht sicher, wie unsere
stimmt was nicht. Wenn man nach San Francisco will, ist diese Route total verrückt. Sieht so aus, als wollten sie sich anschleichen. Ein Versteckspiel. Auf dem Ozean. Das ist ja einfach. Nimm. Ah ja. Wieder Notizen auf der Rückseite natürlich. Oder Vorderseite. Das Schiff kam vom Kurs ab. Schlechte Sicht, mieses Wetter. Sie verloren die Orientierung. Wir lesen mal das Ganze durch hier. Notizen. US-Marineministerium. 22 Juni. 7 Uhr. Also 0 Uhr 7. Sturm vom Kurs abgekommen. 0 Uhr 12. Frachtraum 2 überflutet. 0 Uhr 23. Schwerer Blitzschlag. 0 Uhr 48. Treiben im seichten Wasser. Position unbekannt. 1 Uhr 20. Meerestiefen nicht kartografiert. Tiefe unbestimmbar. 1 Uhr 32. Suche nach Mann über Bord beginnt. Habe ich eben gelesen. 1 Uhr 40. Suche abgebrochen. Also 8 Minuten später. 1 Uhr 41. Dichte Wolken. Positionsbestimmung noch nicht möglich. Ja, ich denke mal wegen dem Sturm auch nur 8 Minuten dem da irgendwie gesucht, ne? Ah, hallo. Sie warten also noch? Ja, ekelhaft. Den armen Kerl hat es wohl mitten in seinem Funkspruch erwischt. Jo. Funkbetrieb 201. Notruf abgesetzt. Funkausfall. SOS per Morsecode versucht. Viele der Crew tot. Echt verzweifelt. Ich sterbe. Letzte Nachricht des Bordfunkers, ja. Guck mal. Nichts geklickt, ist einfach dran gegangen. Nicht zu fassen. Das Ding funktioniert echt noch. Oh, Funktechnik hat sich in 70 Jahren kaum verändert. Solange Saft da ist. Ich probier's mal. Ach so. Erwartet uns der fünfte Tag. Ah, es geht doch. Zahlensender. 187, ach so. 186. Militärkanal. Fragen wir nach Hilfe. Hey, hey, hört das jemand da draußen? Hallo? Empfangen. Over. Oh, scheiße, da ist wer. Falls uns jemand hört, wir sind auf einem alten Frachter. Unsere Koordinaten sind ungefähr 12 Grad 30 Minuten Süd, 151 Grad 20 Minuten West. Bitte, kommen Sie schnell, wir sind in Not. Wiederholen. Over. Wir sind auf einem alten Frachter. Wir glauben, es ist die Orang Medan. Hallo, hallo. Hört mich jemand? Bitte kommen! Ah, das ist so typisch irgendwie. Jetzt Stromausfall und. Hey! Seht mal hier! Conrad? Das muss irgendwo hinführen. Vielleicht können wir den Strom wieder anschalten. Wir brauchen Strom für das Funkgerät. Sollte einer hierbleiben, falls uns jemand anfunken will? Ich gehe. Natürlich. Okay. Ich schaff das. Ich sollte runtergehen. Hey, kleiner Bro. Was gibt's? Ich glaube, ich sollte dich befördern. Wie klingt Medium, Bro? Was soll denn? So wovon redest du? Dialog in der Situation führt. Und das voll in der Schusslinie. Der Vergleich hinkt mächtig. Nicht, wenn die Metapher der Knaller ist. Bin beeindruckt. Ehrlich. Und was meinst du? Komm, wir lassen ihn das machen. Du dir sicher bist? Ich glaube, du packst das. Ich komme mit. Hey, was? Julia, nein. Oh, du kannst nicht ewig den Beschützer spielen, Großer. Ich schaff das. Glaub mir. Hey, hey. Wenn Julia meint, sie schafft das, schafft sie das. Thema durch. Okay, Julia. Du und ich.
Cool, angenehm. Immerhin Zeit gespart. Irgendwas gebrochen? Alles noch heil? Sind alle okay? Uns geht's gut. Was machen wir jetzt? Wir müssen den Generator finden. Wenn wir ihn in Gang kriegen, hat das Funkgerät Strom. Okay, wir warten hier beim Funkgerät. Ja, fängt einfach so, ohne was zu sagen. Easy, bei dem komplett alles dunkel, kein Problem. Hey. Nice. Nach dir. Nach dir. Und das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Unten die fucking Glocke aktivieren, den Daumen nach oben drücken. Sonst plündere ich euer Konto. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Gute Nacht. Schlaf gut und guten Morgen. Bis dann. Auf Wiedersehen.